Deine dummen Sprüche, die kannst du dir selber reinschrauben, die brauche ich nicht. Geh da nicht als Statist, jetzt mach was! Ich muss einfach laut werden, weil sie nicht wissen, woran es geht. Mann, ihr seid auch wirklich so trottelig. Fakt ist, dass unsere Ehe sehr drunter leidet und wir nicht wissen, ob es das wert ist. Dann muss ich dir das aberkennen, dass du eine Köchin bist. Soll ich jetzt in Tränen ausbrechen? Ich habe kein Problem. Ich muss euch ja nicht mögen. Es geht ja um eine Beratung. Dafür muss man sich ja nicht verstehen. Spaghetti mit Muscheln, Gulaschsuppe, Salatpfanne als Vorspeise und dann Tequila und eine Forelle mit Pommes. Du kannst mir Forelle mit Pommes geht nicht, habe ich geschummelt. Das mache ich nicht. Mach eine Forelle, mach Pommes dran. Das wäre für mich einfacher. Ich diskutiere dich. Sieh zu. Gibt's nicht. Fertig. Feierabend. Ja, und tschüss. Schönen Tag noch. Soweit so nicht schlecht, aber es gibt zur Forelle keine Pommes. Weil es geht nicht. Es kann nicht sein, dass man zur Forelle, eine gebratene Forelle Pommes isst. Der Koch weigert sich, Pommes zur Forelle zu machen, weil er es nicht einsieht. Deswegen macht er Röstkartoffeln dazu und die Pommes gibt's extra. Weiß er, dass ich die so bestellt habe? Ja, weiß er. Also A, respektierst du die Meinung des Gastes nicht? Eben. Ja? Und vielleicht mag ich ja einfach keinen Speck und keine Zwiebeln an der Kartoffel und das habe ich jetzt hier dran. Ja. Der Gast ist Vegetarier, er mag keinen Speck. Genau. Wir geben es zurück. Service bitte. Oje, Jungs. Die Pommes zur Forelle. Ja, die geht zurück, weil ich esse leider keinen Speck, weil ich bin Vegetarier. Deswegen die Pommes. Deswegen die Pommes und ich mag das jetzt aber nicht mehr essen. Es tut mir leid, deswegen habe ich es so bestellt. Es tut mir leid, ich möchte es bitte neu haben. Ja, Forelle war bitte eine Pommes. Ande. Das Problem ist, der ist Vegetarier und möchte den Speck nicht auf der haben. Und da der Speck schon auf dem Fisch ist, kann ich das nachvollziehen, dass er dann den Fisch auch nicht mehr essen möchte. Ja, dann. Bitte noch einmal neu machen mit Pommes. Ich mach zur Forelle keine Pommes. Da hätte man sagen müssen, es ist Jörg, bitte, die sitzen draußen. Ich mache und keine drauf. Neue Forelle, du kannst mich. Komm Jörg, da steht einiges auf dem Spiel. Oh, leck. So ein Schwach. Das ist so eine gefickte Scheiße, ehrlich. Hey Leute, der schreibt. Hörst du es nicht? Der schreibt da rum. Ich lass mich da nicht drauf reiten. Aber es hat doch immer. Nein, ich will den Ja, da geht's ab. Da geht's richtig ab. Laura, das wird jetzt immer lauter. Ja. Ist der Jörg, übersteht er das schon noch, oder? Er übersteht das. Aber es ist echt laut. Man hört das. Ist das oft so? Es ist oft so, ja. Die Nummer mit der Forelle, Vegetarier und so weiter, das war ich. Ja. Gast ist König. Ja. Du kannst dich einfach nicht auf das Niveau selbst begeben, zu entscheiden, was dem Gast schmeckt. Ja, Gast ist König oder auch nicht. Wenn du als Küchenchef den Gast wissen lässt, dass du das nicht machst, weil du es nicht willst. Dann machst du ihm ein Scheißgefühl. Kommt er nie mehr. Nie mehr. Und dann muss man sich natürlich überlegen, warum das Restaurant leer ist. Er sagt einfach gar nichts, weil er tatsächlich von seiner Sache eigentlich überzeugt ist. Er ist der King, er ist der König, er kocht einfach geil, er ist ein Künstler. Ne? Und was wollen wir pfeifen eigentlich da? Im Grunde genommen hat er uns das gesagt. Ne? Ich bin eigentlich ein Künstler, weil jeder Teller, den wir erstellen und den wir machen, ist nie der gleiche. Ich bin hier der kreative Künstler, ne? Das bist du nicht. Also dann lieber im Keller wieder Bleistift zeichnen und weiter, aber nicht am Teller rum experimentieren, weil das waren zum Teil Experimente. Ich hatte mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Was wir gemerkt haben, als wir draußen gesessen haben, wir haben uns ganz normal unterhalten, wir waren selber gar nicht so ruhig, wir waren noch allein im Restaurant und auf einmal... Der Jörg kann sehr laut sprechen. Allerdings und auch sehr, sehr energisch. Und das haben wir echt gehört. Also wenn du da draußen als Gast sitzt und du kriegst mit, irgendwie kein Kellner, niemand ist im Restaurant und da drin fliegen die Fetzen. Sag mal was dazu. Wenn ich so lange, also bitte. Das ist ja so, das ist, meine Frau hat den blanken Wahnsinn, in einem Satz alles aus dem Ruder zu rauen.
Also ich bin jetzt kein Paartherapeut oder was. Also da kommen sicherlich Dinge auf, wenn wir jetzt die Tage sind, das ist ganz klar. Aber hier, das Essen ist das Signal, warum die Bude leer ist, glaube ich mal. Das nächste Signal ist, dass die Leute draußen dich schreien hören, okay? Das nächste Signal ist, dass du frustriert rumrennst, nachdem du hier ständig einen auf den Deckel bekommst. Das gehört auch aufgelöst. Wir müssen sie erstmal ändern, wenn sie wollen. Das heißt, die ganzen Abläufe. Weißt du, da kam die Teller so zeitversetzt, dass ich sagen muss, da muss ich dir das aberkennen, dass du eine Köchin bist. Ich kann mich jetzt nicht aufhängen, das sage. An was lag's mit der Wartezeit beim Hauptgang? Am Herd. Am Herd? Am Herd. Hallo? 9 Flammen hat sie, da schicke ich irgendwie 30 Leute gleichzeitig raus. Wenn ein Koch irgendwie nicht damit klarkommt, ist der Herd nicht schuld. Ist auch kein Messer schuld, wenn sich der Koch verletzt. Also das, da muss man sich an die eigene Nase fassen. Ja, das meine ich jetzt die. Also ich habe schon gedacht, dass das Heid mit unserem Herd war schon irgendwo überfordert. Ja. So, wenn der Herd schuld ist, wer schreibt dann die Karte bei dir? Bei euch? Haben wir die Karte ja schon selber gemacht und die haben wir auch alle zusammen ausgearbeitet. In dem Moment, so wie heute das ist, dann bringen wir das Ether auf unseren Herd. Da musst du doch aber deine Gerichte, dein Essen auf der Karte dem Herd anpassen. Du kannst ja nicht immer die Gerichte, die du hast, dem Herd aufzwingen. Du musst aber schon wissen, was ist hier machbar, ja? In was für Zeit ist es machbar, in was für eine Qualität ist es machbar und ist es für mich machbar. Sie kann vielleicht gut was runterschreiben und kann sich aber vom Ablauf her das nicht wirklich vorstellen. Also sie geht kein Gericht insofern so durch, dass sie sagt, okay, ich brauche jetzt 2 Pfannen, einen kleinen Topf, um die Soße heiß zu machen. Also so müsste man es eigentlich angehen. 1,5 Stunden hat es gedauert, bis der Hauptgang kommt. Von deinen Kellnern wissen wir auch, dass das schon thematisiert wurde. Warum hast du da nicht mal drüber nachgedacht, vielleicht die Karte doch zu verkleinern, zu verändern? Ja, eigentlich muss ich sagen, so im Großen und Ganzen, ich hatte das bis jetzt eigentlich auch gut geklappt. Heute war das irgendwie ein bisschen chaotisch. Das ist kein Problem von heute. Also das haben deine Mitarbeiter, dein Service von draußen, die sagen, es dauert oft so lange, ganz, ganz oft. Ja, ich weiß jetzt auch, das haben wir jetzt eigentlich so in dem Empfinden. Ja, nee, ja, heute war so ein bisschen, aber sonst ist doch eigentlich alles gut. Und nein, es ist nicht gut. Das Schlimmste ist, wenn Leute ihre Fehler selber nicht einsehen. Ne? Also wenn man dann uns gegenüber noch so tut, als wenn man das erste Mal hört, dass die Leute lange warten. Also das hätte sie sich jetzt einfach sparen können. Marion, die Küchenkönigin, steht in der Küche und möchte auch gerne alles selber machen und verteilt so gnädigerweise so ein paar handlange Aufgaben an ihre Untertanen. Das kann so nicht funktionieren. Nicht in einer Gaststätte, das kann im Haushalt funktionieren. Klar, da klappt es ja auch. Aber nicht irgendwie, wenn 20 Gäste da sitzen. Da muss man delegieren können. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt in Tränen ausbrechen oder was soll ich machen? Ich würde meinen Hintern verwetten, dass es aus der Dose kommt. Ja, schmeckt auch so. Wenn ich jetzt sagen würde, dass es lecker war, dann würde meine Nase bis da vorne an die Wand wachsen. Jetzt empfinde ich das langsam als Arroganz, wenn jemand dann sagt, er kocht besser wie alle anderen. Er sagt schon, also im Dorf kann ihm kochtechnisch niemand das Wasser reichen. Als Konkurrenz sehe ich es ja nicht, weil ich weiß, was ich kann. Also wenn man das sich noch zutraut, also das ist schon der Knaller. Wenn jemand von sich selber schon behauptet, dass keiner im Dorf oder in der Stadt ihm das Wasser reichen kann, dann glaube ich das auch erstmal. Und deswegen ist die Erwartungshaltung natürlich auch entsprechend hoch. Wenn das Essen wirklich so schlecht wäre oder es gar nicht kochen könnte oder wie auch immer, der hätte es auch von den Gästen auch zu spüren bekommen. So, hallo. Hallihallo. Da sind sie alle. Hallo. So, ein paar Gesichter kennen wir ja schon. Machen wir es so, ist okay? Also du hast eine Aussage gegeben, also dass du deine Mitbewerber, dass da also dir keiner das Wasser reichen kann. Und was sagt ihr? Wo steht da Giovanni? Ziemlich weit oben. Also in Langenau, denke ich mal, gibt es keinen. Keinen, der da mithalten kann. Sein Umfeld hat ihn ja auch immer wieder die Lorbeeren und die Orden auf die Schultern getackert und hat gesagt, wie lecker das ist. Fakt ist, die Nudeln sind total weich. Wir sagen dir, verkocht, 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 verkocht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das wird Schlag ins Gesicht. Pasta, Risotto war durchgehend, also nicht mit Salz gewürzt. Warum? Also probierst du nichts? Ist das für dich nicht wichtig? Ja, ich tue es nicht. Die Soßen abschmecken. Und das, was ich an Salz und Pfeffer nehme, ist immer die gleiche Menge. Er ist sich einfach so sicher, dass das schmeckt, dass das nicht mehr abschmecken muss. In meinem Restaurant habe ich auch meinen Köchen zur Auflage gemacht, dass sich wirklich jeder die Sachen vom anderen mal geben lässt oder beziehungsweise jeder den anderen mal seine Sachen abschmecken lässt. Du servierst eine Minestrone aus der Dose. Das finde ich hart. Das ist eine Verarsche am Gast. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Dass es halt kein frischer Minestrone ist, ist ja okay.
haben Sie recht. Aber ich habe aber auch nicht auf der Karte bei mir stehen, frische Minestrone, habe ich nicht. Für mich ist Dosenfutter so ziemlich das allerletzte, was in einem Restaurantkühlschrank zu suchen hat. Du hast dich selber so hochgestellt. Wir dachten, okay, du wirst schon ganz gut kochen, aber das hat für mich jetzt nichts mit italienischer Küche zu tun, außer den Namen. Ich bin schockiert. Das hätte ich nicht erwartet. Das an dem liegt. Es ist natürlich hart, sowas zu hören, weil es halt dann anscheinend doch sehr viel hier im Argen lag. Was hältst du davon, Sonja, auch wenn du weinst? Tut mir leid. Ach, das merkt man ja einfach, wie sie das alles belastet. Haben wir dir aus der Seele gesprochen? Helfen wir dir damit eigentlich? Ja. Bist du es nicht böse, oder? Nein, gar nicht. Ich hoffe aber, dass sich das verbessert, damit sich alles hier wieder entspannt. Okay. Ja. Komm jetzt, wir gehen wieder rein. Drehen sind in Ordnung. Okay. Es geht darum, dass sie echt große Last haben. Gell? Also meinst du, dass die Kritik so okay war? Ja. Giovanni? Auf jeden Fall. Auch? Ich habe gerade dich. Bin offen und ich habe gerade dich. Okay, super. Dann haben wir jetzt ja zwei Tage, wo wir richtig Vollgas geben müssen. Ne? Das machen wir auch. Ich habe irgendwie so ein Interview gesehen, da hat der Frank gesagt, dass sein Lieblingsessen eine Leberkässemmel ist. Und der Andi hat gesagt, krosse Hühnerbeinchen. Ich würde es geiler finden, wenn ich jetzt meine Hände noch mal mit Erdbeeren beschmieren könnte, könnte da noch mal so drauf drücken, damit die auch wirklich meinen Händeabdruck kennen. Ja? Ich erwarte, dass das mit das Lebensmittel mit Respekt behandelt werden. Und ich glaube auch, wenn ich diese Lebensmittel so berühre, dass der Gast es draußen schmeckt. Dann nennen wir das mal: Die Sau läuft im Erdbeergarten von der Henne davon. Ich lege einfach Wert auf gutes Essen. Ne? Hast du noch das Kreativgericht? Das war ja der Wunsch. Das Hähnchen rennt der Sau davon. Und zwar habe ich Hähnlachsen. Und in der Mitte, das ist ein Dinkelbrötchen mit einem Leberkäse gefüllt, Hindelmeier-Senf und ein Rosen-Erdbeersorbet an der Seite. Das Hähnchen rennt der Sau davon, heißt es. Ich sag zu dir, das Gericht heißt, für uns heißt es, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich steige einfach aus, ich fühle mich verarscht. Entweder sind wir im schlechten Film oder sind wir bei Verstehen Sie Spaß. Also man könnte jetzt auch, das Händel läuft der Sau davon, erklären mit Sorbet, also Erdbeersorbet, Leberkäse, Händel auf Matschkensalat. Er kann ja kreativ sein, aber dazu bedarf es eines guten Handwerks und dem ist er nicht mächtig. Ein Dinkelbrötchen? Ich schmeck nur süß, weil da der süße Senf dran ist. Aber passt zur Erdbeere. Das passt auch. Das kann doch alles gar nicht mehr wahr sein. Die Selbsteinschätzung ist völlig falsch von ihm. Er denkt wirklich, er kann's. Und ich spreche ihm sämtliche Fähigkeiten ab. Beim Robert müssen wir bei Null anfangen. Er hat für mich jetzt überhaupt keine Ahnung vom Kochen. Wenn die Kochprofis sagen würden, ich koche wie eine eingeschlafene Oma, das wäre dramatisch, ja. Ja, ich bin gespannt auf die Konfrontation jetzt. Jetzt geht's in die Küche. Jetzt lernen wir den Robert kennen, oder? Ja, hallo, ich bin der Zweck. Servus, hallo. Chef, hallo, grüß dich. Schau dir das an. Servus. Und Robert, bist du zufrieden mit deinem Einsatz heute? Ich glaube, ich habe heute überhaupt nicht einmal Salz benutzt. Ja, das könnte also, wohl wahr sein, ne? Okay. Ich glaube schon, dass er irgendwie einen komischen Humor hat, aber er nimmt nichts ernst. Mich wundert es jetzt, woher du den Humor nimmst. Weißt du, denke ich, ist es ein Geigenhumor? Wir haben das Gefühl, du hast uns verarscht. Aber wir müssen ja nicht sämtliche fachliche Leistungen aberkennen. Naja, so schlimm wird es auch nicht gewesen sein. Für diese Teile fährst du keinen Meter weit. Da bleibe ich abends auf dem Sofa liegen und schau Fernsehen, ich schwör's dir. Oder bei dem Teller nicht. Bei dem Teller, da stellst du mir die Haare auf. Und Andi hat das große Vergnügen mit diesem Vogelsalat. Ja. Ei, also von Spiegelei war nichts mehr zu sehen und es ist schwarz. Es ist einfach doch kein richtig tolles Essen. Das Chili con Carne, das ist zum Beispiel auch, das ist so Kardamom-lastig und so, also Kreuzkümmel-lastig stark, Kreuzkümmel-lastig wenig, Tomate. Ich wusste, dass es jetzt heute nicht perfekt ist durch diesen Stress da. Okay. Aber das ist jetzt,
alles ungenießbar sein soll. So schlimm sehe ich es immer noch nicht, ja. Weil ich glaube, dass da viel Dramatik auch dabei ist, ja. Ist das für dich Kochen? Ist das alles, was für dich unter den Begriff Kochen fällt? Sei ehrlich jetzt. Ist das Kochen? Definitiv, ja. Der Eskimo, der irgendwie was aus dem Wasser holt und sich das einfach in den Mund stopft, das ist auch Kochen, ja. Zum Kochen gehört halt viel mehr, das muss man Robert erklären. Was willst du mit diesem Essen ausdrücken? Was willst du sagen? Wo ist deine... Na, es ist halt eine Weltreise, ja. Das, was wir bekommen haben, war zwar einmal around the world, aber es war halt alles mit Pommes. Mit diesen Beilagen, das ist mir nie aufgefallen. Wir wollen euch helfen. Wir müssen kooperieren. Wir brauchen einfach jetzt ein Fundament, dass wir gemeinsam arbeiten. Und wenn du aber dich irgendwie loslässt, ja, kann hier sich nichts entwickeln. Dass es nicht Mainstream ist, das weiß ich. Ja. Pommes, Burger, Nachos, ist ja nicht Mainstream, also sondern unikativ. Also hier verstehe ich dich falsch? Das ist Mainstream-Trash und nichts anderes. Ich glaube auch, dass meine Burger lecker sind und meine Currywurst, die ist sicherlich auch toll, ja. Ich glaube nicht, dass er bös arrogant ist. Der ist einfach von dem überzeugt, was er macht und das ist so seine Hobbythek und er lebt in so einer Scheinwelt. Jetzt sprechen wir halt mal nur die Optik an und ich fand es extrem grobmotorisch bis richtig unappetitlich. So, also in dieser Spanne. Ja, also da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, wow, das war jetzt echt schön angerichtet. Das logische Anrichten ist auch ein Handwerk, was Köche erlernen. Ja. Und das habe ich jetzt nicht erlernt, aber von meiner Kreativität glaube ich, dass das jetzt normal in Praxis nicht so schlecht ist. Naja, ihr habt ein paar Sachen absolut recht mit diesen Beilagen. Ja, das geht nicht. Dann nur Pommes. Die Kartoffelschlacht. Ja, ich habe es gestern ja gesehen, wo die alle da standen. Ich dachte mir auch, scheiße, ja. Ein paar Sachen fand ich hart. Hart, natürlich. Ist ja nicht schön, wenn man da reinkommt. Man kriegt da links und rechts Backpfeifen. Ist auch nicht schön, das zu sagen. Macht ja keinen Spaß da. Hey, hallo, alles scheiße hier. Wir stellen jetzt auf null. Ja. Gestern war die Kritik. Wir wollten jetzt eigentlich hier positiv reingehen. Genau. Du wirst auf jeden Fall, wenn hier alles klar Schiff ist, mit uns in der Küche einiges machen. Okay. Ja. Wir werden einfach dein Fachwissen überprüfen auch, ne? Ja. Hey, wir haben euch ja nicht gerufen, weil wir wissen, dass ja alles perfekt ist. Wir hätten auch ganz gern mal mit dir, liebe Katrin, über die Zahlen geredet. Weißt du, es ist mit Kochen ist das eine und unternehmerisch denken ist das andere. Ja. Du bist sehr reserviert heute. Sehr. Magst du uns nicht mehr? Ich habe kein Problem. Ich muss euch ja nicht mögen. Es geht ja um eine Beratung. Dafür muss man sich ja nicht verstehen. Es geht immer besser, wenn man sich doch mag. Also das finde ich jetzt mal eine Hammer-Aussage. Ja, es ist ja nicht jetzt persönlich. Es doch, einfach es ist jetzt persönlich. Na, gar nicht. Liebe dich, ich muss euch nicht mögen, ist nicht persönlich. Das ist ja wohl persönlich. Da war ich erstaunt, wenn sie sagte, sie muss uns ja nicht mögen. Wir sind nicht angetreten, hier einen Freundeskreis zu gründen. Vielleicht war das aus der Kränkung heraus einfach wirklich auch eine Kränkung herbeizuführen. Katrin ist halt ein Mädchen, ja, und sie... Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nachtragend ist, aber sie so habe ich sie eigentlich noch nicht gekannt. Also es ist für uns auch überhaupt gar kein Problem, das als Job zu machen und nicht auf der persönlichen Basis. Wir sind da professionell genug. Dann sind wir natürlich auch eher so ein bisschen strukturierter und nicht ganz so persönlich, aber sie hat die Vorgabe gegeben und nicht wir. Was machen wir denn mit euch? Wenn man nichts verändern kann, dann ist es einfach schwierig, auch für uns. Also wir sehen halt hier einfache, gute, regionale Küche. Wir sehen es aber hier nicht Totenkopf und Currywurst. Das ist unser Vorschlag und wir brauchen jetzt halt einfach von euch ein Feedback. Mir wäre am liebsten natürlich eine Brücke. Ne? Eine Brücke ist immer schön, ja? Da kann man drüber gehen. Ja? Von der Currywurst drüber ins traditionelle Regionale? Warum nicht? Ja. Eine Brücke bei dir? Vielleicht mit einverstanden. Also, aber ja. Also ich stehe auf die Extreme. Oben haben wir ja so eine erste Etage, die total leer ist. Ja? Und vom ersten Tag an haben wir immer gesagt, da oben muss so ein geiler Bauernladen rein von den ganzen Sachen, die es hier gibt. Ja. Ihr könnt machen, was ihr wollt, weil es ist euer Laden. Ja? Ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit und dann entscheidet ihr euch, in welche Richtung es gehen soll. Die Zeitvorgabe ganz einfach aus dem Grund, wir kommen jetzt nicht mehr voran. Wir reden jetzt von einem und vom anderen, aber jetzt nicht mehr vom Kernthema. Wir helfen Ihnen gerne. Es muss aber mit Kochen zu tun haben. Wir gehen jetzt gleich nochmal rein und dann müssen die Würfel fallen. Wenn nicht, brechen wir ab. Was machen wir? 5 Minuten sind vorbei. Wir sind gespannt. Wie sind die Entscheidungen?
Also wir haben uns für die Currywurst entschieden und danke für die Hilfe. Und wir haben einiges gelernt in den Tagen und wir werden authentisch bleiben und das weiter fortführen. Das heißt für uns jetzt praktisch, der Dienst ist getan?